willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf diesem Kanal. Ja, wie ihr gesehen habt, ich weiß nicht, wir haben jetzt die 100 Abos geknackt. Das heißt, es wird ein Abo-Special kommen. Ja, es wird auf jeden Fall ein Dreiteil, das steht schon mal fest. Das eine wird Minigame-Coden sein, wo ich ein spezielles Minigame-Code wahrscheinlich Survival Games oder Quick Survival Games, genau das werde ich aber dann später verkünden, beziehungsweise ihr werdet es sehen, wenn das Tutorial kommt. Aber das Tutorial wird dann auch mal 3 Stunden gehen. Dann wird garantiert nochmal eine Setup-Tour kommen und vielleicht, wenn es noch zeitlich passt, dann wird es aber stark verzögert kommen, eine Setup-Tour des Racks in meinem Keller. Ja, ihr habt es richtig gehört, ein Rack in meinem Keller. Das wird spannend werden. Ja, aber davon später mehr. Ihr werdet es ja sehen, weil das dann noch hochgeladen wird. Und jetzt haben wir schon die erste Minute von diesem Tutorial verquatscht. Heute möchte ich mit euch nämlich um Scheduler, also heute geht es um Scheduler, um genau zu sein, den Delay Task erstmal. Das heißt, morgen wird es den Running Scheduler geben und heute ist es der Delayed. Was genau ist der Unterschied dazwischen? Der Delayed ist halt einfach nur ein verzögerter Task und der Running ist halt einfach einer, der immer wieder im Kreis läuft. So, und heute geht es um den Delayed Task, und um das Ganze ein bisschen einfacher zu verdeutlichen, machen wir uns einen Spawn Comment und der ist Delayed. Das heißt, man gibt Spawn ein und nur wenn man sich nicht in dieser Zeit bewegt, wird man teleportiert. So, und das Ganze machen wir ganz einfach. Als erstes machen wir uns wieder einen neuen Comment. Welch ein Wunder, das muss hier sein. Den nennen wir Spawn Comment. Welch ein Wunder. Also langsam bin ich impressed von diesen. Na, egal. Implements Comment Executor mal wieder. Ich weiß gar nicht, hört man mich eigentlich gut oder nicht? Ich weiß nicht, mein Mikrofon hängt bei mir gefühlt anders als sonst. Auf jeden Fall, wofür ist ein Delay Task wichtig? Das kann ich ja jetzt schon mal erklären, weil das solltet ihr hier schon mal gesehen haben mit den ganzen Comment Executor. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, ich glaube, das war Tutorial 3, wo ich das angesprochen habe. Grundsätzlich ist ein Delay Task insofern sinnvoll, wenn man irgendwelche Sachen verzögert machen möchte. Das hat zum Beispiel Sinn, wenn man zum Beispiel bestimmte Sachen, nehmen wir das Beispiel meines Jump League Plugins, was ich geschrieben habe. Wir gehen davon aus, wir pasten halt ein Schematic und dann möchten wir aber zu Anfang halt einen anderen Block setzen, als vorne der Block gesetzt ist im Schematic. Da wir aber das Schematic async pasten, ist in diesem Fall ein Delay-Task sinnvoll. Klar könnte man auch einen machen, der am Ende des Pastens dann das Ganze ändert, was so sinnvoller wäre. Aber auch diese Möglichkeit, wie ich sie gerade vorgestellt habe, ist eine akzeptable Möglichkeit. So, jetzt aber wieder zurück zu unserem Programmieren hier. Hier in diesem Fall geht es jetzt um den Player, Player P gleich in Klammern Player Sender. Das heißt, wir übergeben das. Dann fragen wir ab, if p.has permission spawn. Okay, wir nennen das einfach mal tutorial.spawn. Tutorial.spawn. Wenn er die Permission hat, dann können jetzt können wir noch was ausgeben. Ich mache das jetzt aber mal nicht. Aber sollte er die Permission tutorials.spawn haben, Location Config haben wir hier schon entwickelt, wie ihr gesehen habt. Das hatten wir schon vorher mal gemacht. Wenn ihr da nochmal drauf eingehen wollt, einfach nochmal in das Location Tutorial reinsehen, da ist das nochmal ganz erklärt. Wenn ihr auch nochmal reinschauen müsst, denkt dran, ich hatte das einmal verdreht. Das habe ich aber da rausgefunden. Das war bei Default Config, wo ich das verdreht habe. Hier ist es aber alles richtig. So. Spawn Comment. So, dann machen wir ein Sync Delay Task, das ist eigentlich das Wichtigste hier. In diesem Fall ist es bucket.getScheduler. So, damit holen wir uns überhaupt erstmal den Scheduler. So, jetzt gibt es halt mehrere Sachen. Async Delay Task, Async Repeating Task, Sync Delay Task, Sync Repeating Task. Die ganzen Async Tasks sind mittlerweile veraltet. Wenn ihr das Ganze jetzt Async laufen lassen wollt, müsstet ihr Run Async machen. Da dies aber in diesem Fall unsere Hauptthread nicht betrifft, eine kurze Erklärung, was ist Async, was ist Sync, das ist glaube ich so relativ wichtig. Wenn wir Sync machen, machen wir es in den Hauptthread von Bucket. Java ist aber so aufgebaut, dass immer ein Thread läuft wie folgt ab, nämlich dass er immer nur einen Kern zieht. Das heißt, wenn ihr mehrere Kerne ziehen wollt, müsst ihr einen asynchronen Thread aufmachen. Der hat dann sozusagen den zweiten Kern. Wenn ihr dann halt 8 Threads habt, habt ihr sozusagen 8 Kerne, die ihr parallel nutzt.
Klar, die Threads werden halt gleichmäßig auf die Kerne verteilt. Das heißt, wenn in diesem Fall nur, ja, wie soll ich sagen, wenn in diesem Fall nur zwei Kerne habt, dann werden halt die 8 Threads auf zwei Kerne verteilt. Das heißt, 4 Threads auf einen Kern. Grundsätzlich entlastet das Ganze, aber wenn ihr zum Beispiel Block placed über Bucket, dann könnt ihr das Ganze nicht async machen. Das erlaubt die Minecraft API nicht. Und da das nicht erlaubt ist, müsst ihr Sync machen. Und da kommt dann zum Beispiel der Sync Delay Task ins Spiel, damit wir halt nicht dann alles auf einmal pasten im Sync Thread, sondern dass wir es nur abwechselnd Sync placen. Aber naja, das wäre jetzt ein bisschen hart vorausgegriffen, deswegen werde ich jetzt hier einfach nur auf das einfache Tutorial reingehen. So, auf jeden Fall nehmen wir jetzt in diesem Fall den Sync Delay Task, weil in diesem Fall geht es ja nur darum, dass wir ihn dann später teleportieren. Das heißt, da ist es jetzt egal. Von daher können wir das auch mit dem Sync Delay Task machen. So, ansonsten könnt ihr dann nochmal ein Runnable drum machen. Den werde ich aber jetzt noch nicht erklären. Der wird erst in einem späteren Tutorial kommen, wo es um MySQL-Datenbank geht. So, als erstes tragen wir jetzt hier ein Tutorial.m. Das ist ja unsere Main-Klasse. Das hat hier schon mal erklärt. So, dann machen wir hier ein New Runnable. So, und den machen wir mit einer geschweiften Klammer auf. So, der Runnable ist halt unser Thread sozusagen, den wir öffnen. So, und jetzt wäre es halt nur ein Delay-Task. Der bringt uns aber so rein gar nichts. Wir wollen aber jetzt eine Zeit setzen. Wir sagen, man soll 3 Sekunden warten. Das wären 60 Ticks. Also 20 Ticks entspricht einer Sekunde, wenn der Server den Haupt-Tick-Speed hat, also die 20 TPS. Wenn er nur 19 TPS hat, wären halt 19 Ticks eine Sekunde. Aber im Durchschnitt sind es 60. Also wenn die 60 eintragen, sollten es ziemlich genau 3 Sekunden sein. So, und hier müssen wir dann einfach erfragen, if p nicht gleich null. Weil nach 3 Sekunden kann es ja sein, dass der Spieler innerhalb dieser 3 Sekunden vom Server disconnected hat. Wenn er also nicht disconnected ist, machen wir p.teleport und dann in dem Fall locations.config.getLocation und dann spawn. So. Ich glaube, die Location haben wir wahrscheinlich noch nicht gesetzt, aber wir haben ja unseren Location-Commit und damit können wir das setzen. Das heißt, log, save und dann in diesem Fall args. Okay, das müssen wir uns gleich merken. So, jetzt haben wir den Spawn-Commit, das heißt, wir teleportieren ihn dahin und dann haben wir die Nachricht p.sendMessage. So, tutorial.prefix, das ist ja unser Präfix, den wir immer davor setzen, schon seit dem anfänglichen Tutorial. So, und dann du wurdest... Aber wir machen das mal schön in Paragraph 7. Jetzt machen wir mal eine schöne Formatierung. Du wurdest Paragraph A erfolgreich Paragraph 7 zum Spawn teleportiert. Ausrufezeichen. So, und dann machen wir noch eine ArrayList drüber. Public Static ArrayList Player. Weil ich hier auch noch gleich so diesen, ich möchte hier auch diesen Spawn-Coin machen mit Verzögerung, wo man sich nicht bewegen darf. Kennt ihr bestimmt von Skype, PvP, Games etc. Oder Skype-PvP schon mal. Und das, darum geht's. So, Public Static ArrayList Player teleports gleich New ArrayList Player. Und irgendwie habe ich es in den letzten Tagen drin. Jedes Mal mache ich zuerst die ArrayList vorne, aber die ArrayList sollte nur hinten sein. Von daher kommt hier vorne eine Liste hin. Klar könnt ihr auch eine ArrayList nehmen, das würde nicht so viel Unterschied machen, aber an sich sollte es eine Liste sein. Aber ich verpeile das die ganze Zeit. Und immer Java-util nehmen, by the way. So. Und hier machen wir dann einfach teleports.add p, das reite gerade nicht hin, schon wieder verfahren, so. Das heißt, wir fügen ihn hinzu, dann senden wir ihnen eine Message, du wirst in 3 Sekunden zum Spawn teleportiert. So, 3 Sekunden machen wir mal Paragraph 6, damit das auch klar ist. Die wieder Paragraph 7. So, das heißt, wir informieren darüber, dass in 3 Sekunden zum Spawn teleportiert wird und dann bitte bewege dich nicht. Ausrufezeichen. So, und hier können wir einfach machen teleports.remove und dann in P. Und hier fragen wir ab if und haben teleports.contains P. Warum fragen wir es ab? Nur wenn er halt enthalten ist, wird er ja auch teleportiert. Ansonsten sollte er einfach ins Leere gehen, der Task. So, dann teleportieren wir ihn und dann removen wir ihn aus dieser Liste.
So, jetzt haben wir noch unseren Move-Listener, der auch in diesem Bereich relevant ist. Hier geht es halt einfach darum, wenn er gemoved wird, if spawn comment und dann in diesem Fall teleports Punkt contains und dann in diesem Fall unseren Player P, nicht unser, ich hab doch P gedrückt, P, also wenn der Spieler P in diesem Fall enthalten ist, dann spawn comment Punkt teleports Punkt remove P. Und dann senden wir noch eine Nachricht. Send message tutorial.prefix plus AFC, der Teleport wurde abgebrochen. Ausrufezeichen. Und wir machen das mal hier schöner. Auf 7. Paragraph 7. AFC. So. Und das wäre jetzt auch schon das Ganze. Jetzt müssen wir nur noch unseren Comment wieder hier in diesem Fall reinbasteln, das ist in diesem Fall Spawn. Dann das Ganze in der Plugin-YML eintragen. In diesem Fall Spawn. Teleportiert dich zum Spawn. Teleportiert dich zum Spawn. So, und damit hätten wir unser ganzen Kram. Das heißt, wir sind jetzt fertig mit dem Tutorial. Wir exportieren das Ganze einmal und testen es aus. So, das heißt, es ist das Ganze exportiert. Wir starten wieder unseren Testserver, mein Desktop wird immer unübersichtlicher, wie man vielleicht sieht. So, da starten wir das Ganze. Wir brauchen in diesem Fall einen Spieler. Starten den auch. Ihr seht, wir haben wieder keinen Fehler in diesem Fall, also alles in Ordnung. So, dann setzen wir uns gleich wieder eine Location, die brauchen wir nämlich. So, wir gehen wieder auf den Server. So, wir machen mal eben Set Location. Oh, so, slash log save spawn. So, du hast deine Location erfolgreich unter Spawn gespeichert. So, oh, jetzt machen wir einmal slash spawn. Du hast das Schutzschild aktiviert. Mal kurz, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, da vorne das nicht abgeändert. Genau, da muss spawn kommen hin. So, das importieren wir. Das speichern wir und exportieren es nochmal. Oh man, Fail des Jahres. Reload. Ah, das machen wir eben weg. So, slash spawn. So, ihr seht, ich wurde teleportiert. Slash spawn. Oh, teleportiert wurde abgebrochen. Und wie ihr seht, ich werde auch nicht mehr teleportiert. Wenn ich jetzt halt wieder stehen bleibe, spawn. Werde ich teleportiert. Ja, und schon haben wir unseren Teleport, der nur passiert, wenn sich derjenige wirklich nicht bewegt. Ja, ich denke, das sollte relativ verständlich gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Und morgen gibt es dann das Tutorial zu den Runnable Threads mit ein bisschen Auto-Messaging. Also Auto-Messages, die ihr auf eurem Server posten könnt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Programmieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!